Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, weiter geht's hier. So. Hallo. Rodan. Nichts kann den Schlummer in den weißen Morgen stören. Du wolltest die blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich habe sie dir gebracht. Licht soll ich aufwecken. Und nun zeige mir deine Kraft! Los, erwache aus deinem tiefen Schlummer! Und zeige mir deine wahre Stärke! Rodan, was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel, oder etwa nicht? Rodan, wo bist du hin? Du warst das also. Ich habe gesehen, wie du unerlaubterweise deine Nase hier und dort hineingesteckt hast. Ich verstehe es jetzt. Du hast eine ganz billige Nummer gezogen. Warum eine billige Nummer? Tja, das willst du jetzt wohl nicht wissen, oder? Diese Nummer ist meine Nummer. Los, Magnaien. Nidorocket, los! No, bedrohe nichts gut. Machen wir erstmal Igel sammeln. Pflanzen wir das gute Stück. Ho. Was will dieses jämmerliche Pokémon wohl gegen mich ausrichten? Ich glaube nicht, dass irgendwas ausrichten kann. Aber wenn es immer nur Bodycheck einsetzt, ist es nicht so gut. Aber ja, mal schauen. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit werden. So, als nächstes jetzt mal ein Beutel. Ein Supertrank an. Ja, da müsste reichen. Ich hoffe, es reicht. Ja, das war irgendwie klar, dass er auch jetzt einen Supertrank einsetzt. Ja, du hast doch wohl nicht echt gedacht, du könntest mich besiegen. Puh, bist du eine kleine Pappnase, was? Was? Pappnase? Oh, Angebrei. Das ist nicht gut. Ich hasse Verwirrung. Los, Nidorocket, du schaffst es. Sehr schön. Noctuska. Jawohl. Oh, sehr schön. Du bist so stark. Noctuska. Das freut mich. Jawohl, Level up. Sehr schön. Stachler. Was lese ich denn da? Boom. Bringt der Betausch Schaden mit Stacheln an? Also, nee, das muss man nicht unbedingt haben. X-Bad. Dragonfly. X-Bad. Knirscher. Flügelschlag gibt nicht so viel aus. Ja, dürfte nicht so viel ausrichten. Gut, das war die falsche Wahl. Wen nehmen wir denn dann? Snorra. Und Gier.
Okay, jetzt zieht nicht zu viel ab. Blitzer, los! Oh, das Vieh ist sehr schnell. Natürlich ist er auch auf Level 38, aber mein Mundtier ist stark. Mundtier, Mundtier! Ja, das war irgendwie klar, dass er so super dran kommt. Oh, und die Musik ist so einmalig. So, ich glaub. Oh. Setz mir lieber kurz meinen Supertrank ein. Und ich glaube, der Schneider müsste reichen. Oh, Windschnitt. Sehr gut, Snorra. Und Tier, und Tier, und Tier. Kamerut. Okay. Da haben wir eine Geheimwaffe. Los, Softman, du schaffst das. More, Rappel. More, more. Give me more. Ha. Du meinst, es kann was gegen mein starkes Kamerut ausrichten? Ha. Pustekuh. Was? Das kann nicht sein. Kamerut. Du kleiner Schwächling. Wie kommt es, dass du so gut gegen Pokémon umgehen kannst? Das verstehe ich nicht. Es muss einen Grund geben, warum Rodung geflohen ist. Du wirst mir doch nichts sagen, oder? Du meinst, du wüsstest? Das wüsste ich nicht. Wenn Rodung weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen mehr. Ich werde Rodung folgen, hier trennen sich unsere Wege. Aber wir sehen uns wieder. So, hier gibt es noch einen Pokéball. Ein Fluchtseil. Was ist hier oben noch? Nachschauen kann man ja mal. Das ist hier so ein nettes Gebirge, hier gibt es nichts mehr. Aber da kann man runtergehen. Ich finde ich hier noch irgendeine Pokébälle. Oder sowas in der Art. Ach so, nee. Da kommt man raus. Alles klar. Kamerut. Ah, Kamerut. Du bist ja noch kein Kamerut, nicht. Du bist doch ein schwaches Kamerut. Aber auch ein Kamerut ist da. Oh, ein Geowatt. Gyarados an sich wäre auch natürlich ein geiles Pokémon. Aber nee. So. Wollen wir noch ein bisschen in der Asche spielen? Nein, wollen wir nicht. So, als nächstes müssen wir. So, Aerofly habe ich ja dabei. So, Dragonfly kommt nach vorne. Und, ach ja, ich wollte ja fliegen. Aerofly, fliegen! Wir fliegen nach Gravipod City. So, als erstes gehen wir ins Pokémon Center. Bringen unsere Pokémon wieder in Schwung. Und legen die Items sozusagen ab. Was wir nicht mehr brauchen. Noch dazu holen wir zurück unser Sweet Paraline. Tauschen es gegen unser Lastvieh, das wir natürlich hier wieder hinlegen. Oh, hallo, Kurtl ist auch da. So, dann legen wir noch kurz ein paar Items ab. Denn wir haben ja wieder einiges bekommen. Und zwar Top-Beleber, Sonderbonbon, Top-Elixier, Top-Genesen und Top-AP.
On top, AP top, genau. Dann können wir natürlich wieder ein bisschen mehr tragen, ist ja klar. So, und hier irgendwo stellt sich die Frage, wo? Nee, ins Museum will ich jetzt nicht. Stelle ich nur die Frage, wo? Hier muss irgendwo der Professor sein oder irgendein Professor. Ist auch nicht der Professor, oder? Wir müssen mit einem Professor reden, damit wir in die Dinge hineinkommen. So, das ist der Markt. Der Markt werden wir keinen Professor finden. Einen kurzen Namen bewerten, sonst bitte hilf mir. Nee, ich will keine kurzen Namen bewerten. Wo ist denn der Professor? Ah, hier ist der Professor. Ah, Captain Brick. Ja genau, wir haben vor, unsere Expedition weiterzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu einem neuen, aufregenden Fund interviewen zu können dürfen. Puh. Das war das letzte Mal, dass ich für einen Fernsehsender interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh, Bernie, gut siehst du aus. Ja, wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 126 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Hä? Gunbrick, nehme ich hier an. Ja, und die Mörder werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Ihr wart absolute Kooperation. Hä? Mal sehen, was ihr zu den Plänen von Team Aqua sagt. Was soll das Ganze? Sieht aus, als benutzt jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Es kommt von der Anlegestelle. Das U-Boot, jemand versucht es zu stehlen. Bernie, bitte komm mit mir. Oh. Oh. Nicht du schon wieder. Oh. Du bist ganz schön hartnäckig, uns bisher zu folgen. Das muss ich schon sagen. Und nun, niemand kann es stoppen. Niemand. Oder willst du etwa in unserem Verstecken Seagrass of City folgen? Warum? Warum soll Team Aqua mit diesem Forschungsboot 1 stehlen wollen? Sie können doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meereskontinent her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Na gut. Aber wen liebt's dann wieder? Tja. Der muss die Welt retten. Ich natürlich. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Denn das müssen wir auslösen. Sonst können wir nicht auf Route 124 weiterreisen. Ich meine, ich könnte schon hier Gravipa City. Route 133. Flussbrunnen. Und Moosbra City und dann den ganzen Scheiß hier abklappern. Aber das hier ist doch viel angenehmer als die. Also muss ich die Route hier auch noch abklappern, damit ich hier noch ein paar Pokémon-Kämpfe habe. Also gut. Tja. Dann sind wir wieder hier. Alles easy peasy, aufgeladen. Und wir reiten weiter. Ja, wir reiten weiter, ja. So, jetzt müssen wir nur noch kurz hier unten wieder das Versteck finden. Dann müssen wir es wieder hinsurfen. Hier können wir natürlich Weilmar. Ah, Weilmar. Hier können wir natürlich Weilmar, ja. Wir können Weilmar. So. Auf in das Gefecht. Jetzt ist hier natürlich frei. Hallo.
Verdächtige Person gesichtet. Eindringling, Eindringling. Muss Boss warnen. Eindringling. Hä, was bist denn du für einer? Ich bin Eindringlingsmann Nummer 1. Aller Widerstand ist zwecklos. Ja, ja. Erzähl das mein Opa. Eindringling, Eindringling. Ja, danke für die Angeberei. Ich weiß, dass du mich stark machen willst. Ratsam, Eindringlinge. Eindringlinge müssen vernichtet werden. Was bist denn du? Ich bin ein Team Aquaman. Der alles kann. Hahaha. Schwingfly, was ist los? Was ist angreifen? Na, die Verwirrung setzt sie zu, gell? Ach du Scheiße. Okay, Dragonfly. Du brauchst dringend einen Belieber. Sumpfman. Surfer. Sehr schön. Eindringling wurde nicht vernichtet. Ich habe verloren. Das gibt es nicht. Nun hat das Team verloren, aber ich habe meinen Job gemacht. Ja, du hast einen Job gemacht, dass du verloren hast. Ich glaube, mit Dragonfly habe ich hier keine gute Chance. Aber es braucht trotzdem auch ein bisschen Leveln. Es braucht trotzdem auch ein bisschen Level. Und jetzt entwickeln sich ja bald und dann haben wir es ja schon ein bisschen stärker. So, hier oben geht's weiter und hier unten auch. Was haben die für Müll hier liegen? Jetzt sag doch mal. Hier gibt's nichts. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nichts. Mein Fahrrad kann ich hier nicht einsetzen. Warte, sagt immer, jetzt hast du den richtigen Zeitpunkt. Pokémon Gelb, Blau und Silber hat es immer gesagt, gleich heißt es, Professor Eick sagt immer, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Hier ist der Vater. Okay. Gut, dann gehen wir nach oben. Wir wollen doch nicht auch noch das zweite legendäre Pokémon. Oh, nee. Nicht so ne Dreck. Hallo. Hier ist das Versteck, Wache zu stehen. Hier im Versteck, Wache zu stehen, ist ermüden. Muss kämpfen. Ja, da hast du jetzt die richtige Gelegenheit dazu, gegen mich zu kämpfen. Ja, das hast du richtig erkannt. Also los, kämpf mit mir. Los, Kanivana. Alles klärchen. Los, Dragonfly. Knirscher. Du schaffst es. Da bin ich mir sicher. Okay, ein Angriff. Noch einmal Knirscher. Der Bodycheck geht ja eh daneben. Und jetzt vielleicht ein Volltreffer. Das wäre schon... Leider nicht. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Okay, deine Grimasse, die macht mir nicht relativ viel aus. Außer, dass meine Initiative stärkt, Sack sinkt. Aber die ist ja sowieso schon zu langsam. Also von daher. Es ist Schnurzpiep, egal. Sehr schön. Oh, da habe ich nur verloren. Das ist nicht gut. Okay, dann heißt das natürlich wahrscheinlich jetzt wieder alle Weg. Oh, ein Doppelkampf. Hier ist unser nächster Teleporter. Okay, dann machen wir noch kurz einen Doppelkampf. Und dann... Oh, da ist auch ein Teleporter. Wenn du das Geheimnis unserer Verstecken zu fahren wirst, musst du mich besiegen. Hey, Nuna! Was ist cooler, die Uniform von Team Magma? Oder die von Team Aqua. Oder beide gleich. Oder gar nichts.
Oder gefällt dir nur dein Outfit? Also wenn du mich schon so fragst, mein Outfit ist 1000-mal cooler als wie euers. Das muss ich schon so sagen. So, Knirscher und Surfer. Sehr schön, beide fast kaputt. Sportski. Und Zuber, glaube ich, müsste jetzt gleich flöten gehen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ein Haps ist das im Mund. Hahaha. Ha, ha. Aber recht viele Erfahrungspunkte geben die nicht her. Ein Kannibana. Da werde ich mit Surfer nicht viel aufreißen. Oh, ne, nicht wieder die Masse. Nehmen wir auf mein Drainfeld, das ist schon so langsam. So, Knirscher und Surfer. Ja, Sumpfman, danke, dass du dich selbst angreifst. Ich hätte Knirscher auf Tiefkühlen machen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber ja. Ah, oh, immer diese Rothaut. Schwalbos! Hey Schwalbos, was machst denn du hier? Schwalbos! So, Flügelschlag. Und... Lehmschuss. Das war das falsch. Ich hätte es umgekehrt machen sollen. Sehr schön. Sumpfmann Level 36. Das freut mich. Oh, Zubat. Hallo. Ja, okay, Master ist nicht so stark. Aber wenn wir die Initiative senken, ist auch kacke. So, Flügelschlag und Surfer. Dann hat sich die Sache geritzt. Hoffe ich halt mal. Na, wenn schießt eine Zipper eher auf der Nix ab. Eigentlich kommt beide nicht viel. Aber auch wahrscheinlich nur, weil der Levelunterschied zu hoch ist. Ich kann nicht gewinnen. Ich habe ganz cool verloren. Ganz, ganz cool. Hey, Sumpfmann entwickelt sich. Ja, das ist mal ein schöner Abschluss, oder? Für eine Folge. Dann haben wir unser drittes voll entwickeltes Pokémon. Na, viertes. Glückwunsch, dein Sumpfen wurde zu Sumpex. Jetzt kann ich das verstärkt. Nun sagen wir mal so, am Ende befindet sich ein U-Boot. Aber im Moment. Jetzt sind wir sehr weit entfernt davon. So, dann schauen wir uns doch mal unser Zoom-Packs an. Boah, das hat 130. Wahnsinn, ist aber gescheit gestiegen. Wasserboden, da hat sich nichts dran geändert. Aber hier die Werte haben sich schon ein bisschen anders. Ja, und sehr, bis auf sehr kommt es ja das gleich geblieben. Gut. Ich würde sagen, jetzt schauen wir kurz nochmal auf die andere Seite. Boah, hier sind so viele Pokébälle. Alter Schwede. Hier kann man ja die Richtung auch gehen. Es war sehr gut, dass ich hier gegangen bin. Hab Elixier. Das hätte ich sonst hier irgendwie verpasst. Jetzt kann er ganz beruhigt hier weitergehen. Ich will diese Pokébälle da oben haben. So, gehen wir zuerst hier und dann... Ach du Scheiße. Okay, gehen wir doch drüben erst lang. Das ist eigentlich schon ein Cut, machen die alle Folgen jetzt.
sind schon ziemlich lang immer. Was ist hier der Ausgang? Oh ne, hier geht's auch weiter. Ach, ist so schwierig. Ja Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.